Hey Leute, mein Name ist Anja und ich darf euch heute wieder zu einer Runde in 10 Fragen zum vollen Tank begleiten. Ja, wir sind ja beim Treibstoffparadies in Leibnitz, haben wieder einige Fragen vorbereitet für spontan Entschlossene. Das heißt, die Leute können einen Tankgutschein im Wert von 100 Euro gewinnen, sprich pro richtige Frage gibt es einen 10 Euro Gutschein vom Treibstoffparadies. Wer alle 10 Fragen richtig hat, das hast du nämlich 100 Euro Dankgutschein. Ja, ich freue mich auf eine gute Folge mit euch. Ja, wir haben jetzt einen mutigen Kandidaten gefunden. Stell dich bitte kurz vor. Also ich bin der Raffi, bin 24 und aus dem wunderschönen Leibnitz. Bist du bereit für die Fragen? Glaubst du, warst einiges, was ich dir jetzt frage? Naja, bereit nicht, aber hilft ja nichts, gell? Schauen wir mal, was wird. Die erste Frage, in welchem Land findet oder hat schon stattgefunden heuer der Song Contest statt? Song Contest? Ja. Das war eher im Norden. Finnland. Bist du sicher? Nein. Was ist denn in Finnland? Schweden. Richtig. Jawohl. Wer hat kürzlich den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen? Bin die Carina, komme aus Leibniz und ja, ich bin jetzt da dabei. Versuchst du mal dein Glück? Versuche mal mein Glück sozusagen, ja. Ja, dann starten wir gleich mal mit der ersten Frage, hätte ich gesagt. Wie lautet der Spitzname für die Grazer Straßenbahn? BIM. Richtig. Dann, was ist das Ergebnis einer Subtraktion? Differenz. Richtig, für die Mathematiker unter uns. So wie bei Wer wird Millionär, so A, B, C, D oder? Nicht so. Können wir machen, ja. Okay, passt perfekt. Also, kleinen Joker anwenden. Ja. Also es gibt A, Robert Downey für Oppenheimer, dann Jeffrey Wright oder Cillian Murphy. Ja, das erste hat am sinnvollsten sehr gehört. Richtig. Ja, fix. Weiter geht's. Ich weiß, die Fragen, die ersten Mal waren jetzt einfach. Dann, schaust du gern Fußball? Ja. Kennst du aus bei Fußball? Ja. Bruder, dann wird es ja, jetzt spannend. Das machen wir. Ich würde es auch nicht wissen. Welches Land gewann die Fußball-Europameisterschaft 2020? Das ist sogar ein Nachbarland von uns. Deutschland. Bist du sicher? Na. Wir trinken ja gern Aperol, oder? Ja. Was ist denn das? Wo kommt denn das Italien. Her? Ja. Italien. So klein Aperol. Frage 4. Welches ist der älteste Zoo der Welt und befindet sich in Österreich? Das muss jetzt. Sag's nochmal. Schönbrunn. Genau. Also, da bin ich aufgewachsen. In Schönbrunn? Als Affe. Ja, eine weitere Kandidatin habe ich da bei mir. Stell sie bitte kurz vor. Hallo, ich bin die Katharina Hofer. Wo kommst du her? Aus Gabersdorf. Und du bist jetzt ready für meine Fragen? Geht los. Schauen wir mal. Gut, die erste Frage. Wer wird oft als Queen of Pop bezeichnet? Welche Sängerin? Kennen wir alle. Ja, super. Queen of Pop. Jeder kennt ihre Songs. Blond ist sie, ja. Ich höre nur Metal, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Gib dir einen Tipp. Okay, ich weiß jetzt selber keinen Tipp. Ja, siehst du das außer blond, ne? Wer ist als blond? Ja, super. Ja, zum Beispiel. King of Pop ist Michael Jackson und auch zu der Zeit war die. Machen wir einen Joker schon? Nehmen wir gleich einen Joker? Ja. Nehmen wir ihn einfach, egal. Ist es A, die Beyoncé, Nicki Minaj oder Madonna? Ja, Madonna. Oh Gott. Kennen wir. Ja, du, ein Tipp wäre gewesen, die Zahnlücke, dann hätte ich es auch gewusst. Stimmt, die Zahnlücke, ja. Ja, schon, mein Joker. Gut, aber egal. Sind schon mal 10 Euro, immerhin, der hast du safe. Halt hin. Gut, also die Frage 5 ist jetzt knifflig, die würde ich jetzt auch nicht unbedingt wissen. Das wollen wir. Aber schauen wir mal. Welcher österreichische Architekt entwarf das Kunstmuseum in Graz? Das war's. Kein Plan. Das war's. Ende. Kein Plan. Ende. Ich würde es auch nicht wissen. Wer war's? Peter Cook. Habe ich auch wieder was Neues gelernt. Grüße an dich. Ja, danke Peter. Dass du das Museum gebaut hast. Nein, 4 Fragen waren aber richtig. Das sind 40 Euro Gutschein. Besser als ein Stand am Schild. Sagt man bei uns. Ihr herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. 40 Euro. Sieger der Herzen. Und Sieger von 40 Euro. Dankeschön. Gerne.
dritte Frage, jetzt geht es ein bisschen in die Musikrichtung. Und zwar, welche Musikrichtung aus Japan bzw. China gewinnt derzeit unter Jugendlichen an Popularität? K-Pop. Richtig. Frage Nummer 4. Welcher österreichische Künstler ist bekannt für seine Aktionen und Performancekunst? Okay, das wüsste ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Nehmen wir einen Joker. Ja, bitte. Nehmen wir einen Joker. Gibt drei Antwortmöglichkeiten. Erstens Franz Graf, Florentina Pacosta oder Hermann Nitsch. Hermann Nitsch. Richtig. Gut, aber das Bauchgefühl kehrt, ja. Gut, jetzt sind wir bei der Hälfte. Frage Nummer 5. Das glaube ich ist auch einfacher. Wer ist die Autorin von Harry Potter? J.K. Rowling. Richtig. Bist du Harry Potter-Fan? Ein bisschen, aber okay. Nicht so richtig. Okay. So klein. Also man muss das schon mal gelesen haben, denke ich, aber ich bin jetzt nicht so ein Riesen-Fan. Ich gebe zu, weder einen Film gesehen, noch ein Buch gelesen. Echt jetzt? Kann nicht jeder alles gesehen haben. Das stimmt. Na gut. Zweite Frage. Wer hat Twitter gekauft und es in X umbenannt? Also den Typen kennen alle, er hat auch eine Elektroautomarke. Tesla. Ja, und wer ist der Erfinder davon? Siehst du, das sind genau die Fragen, das ist so viel scheuer. Die fahren BMW und kein Tesla. Ich fahre auch keinen Tesla. Ich verstehe es. Nein, warum kriege ich Autofragen? Naja, es ist ja... Der Typ hat Twitter gekauft. Ja. Ein richtig reicher Typ. Gut, hier haben wir einen weiteren Kandidaten mit einer ziemlich coolen Hose. Stell dir mal kurz vor, bitte. Ich bin der Dauro aus Leibniz. Ich bin 22 Jahre. Und Du probierst jetzt dein Glück. Vielleicht, schauen wir mal. Die erste Frage. Welche App wurde kürzlich wegen Datenschutzbedenken aus den App-Stores entfernt? Das ist eine sehr bekannte App, die ziemlich viel nutzen, um Videos zu schauen. Ja, App-Store. Du hast sicher einige Apps am Handy, wie Snapchat und Co. Ja. Und welche App verwendest du da, um so kurz Videos zu schauen und einfach... TikTok. Genau, TikTok. Wurde entfernt. Echt? Ich hab's noch immer. Ja, verwenden kann man es noch, aber anscheinend ist es nicht mehr in den App-Stores zu finden. Okay. Da jetzt Urlaubszeit ist, eine Frage an euch da draußen. Wo verbringt ihr eigentlich am liebsten euren Urlaub? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Da ich so gut wie nie Urlaub habe, verbringe ich meinen Urlaub eigentlich am liebsten auf der Rennstrecke. Ja, welcher österreichische Schriftsteller erhielt den Nobelpreis für Literatur im Jahr 2004? Keine Ahnung. Das sind richtig gemeine Fragen, ja. Das ist zu lang, ja. Hör mal auf. Joker leider aufgebracht. Ja, sonst kommt. Geht nicht. Geht was nicht. Ende. Was ist echt? Ende. Es wäre gewesen, Elfriede Jelinek, ich hoffe, ihr spricht das richtig aus, Elfriede. Hätte ich auch nicht gewusst, aber jetzt sind wir um eine Ecke schlauer. Jetzt wissen wir es. Jedenfalls hast du 50 Euro gewonnen. Gratulation. Dankeschön. Ja, herzlichen Glückwunsch und Dankeschön. Viel Freude damit beim Danken. Danke. Ich kenne nur... Den Namen hast du sicher schon mal gehört. Ich kenne nur von Facebook, Mark Zuckerberg, aber... Ja, dann gibt es ja noch einen, der was genau, so einen bekannten Namen hat. Ja, genau, den kenne ich nicht. Du weißt sicher, um wen es geht, aber... Keine Ahnung, weiß ich echt nicht, Auto und Twitter. Sag ich, das ist, weiß ich nicht, ich weiß das wirklich nicht. Bist du sicher? 1000%ig. Ich schwör. Du musst, das ist jetzt peinlich. Ist nicht peinlich. Es sind, man kann nicht alles wissen, das sind so Dinge. Die muss man auch nicht wissen. Es wäre, also hör mal auf. Ja, was bleibt mir anders übrig? Außer du ziehst einen Joker aus dem Ärmel. Darf man einen Joker nehmen? Darf man nicht. Okay. Die Kamera sagt nein. Die Kamera sagt nein. Ja, dann tut es mir leid. Es wäre gewesen der Elon Musk. Hast du schon mal gehört? Ja, was der. Aber so unwichtig. Also zum Leben ist das nicht wichtig. Ne? Aber Danke. Immerhin 10 Euro. 10 Euro sind 10 Euro. Sehr gut. Dann sage ich Dankeschön. Ich sage danke. Gratuliere. Danke. Tschüss. Zweite Frage, also 10 Euro hast du schon mal fix. Was ist die Hauptstadt von Frankreich? Ha! Keine Ahnung. Ich würde aufpassen, die Geografie. Wo steht der Eiffelturm? Keine Ahnung. Das weiß ich. Ich schwöre nicht. Eiffelturm, wo ist das? Keine Ahnung. Wo isst man viel Baguette?
Hauptstadt von Frankreich. Weiß ich nicht. Schaust du Fußball? Ab und zu. Nehmen wir einen Joker. Ja, Joker. Ist es A. Kopenhagen, B. Berlin oder C. Paris? Paris. Richtig. Hättest du besser aufpasst in Geografie, hättest du es gleich gewusst. Nein, ich habe 5er gehabt. Ui. Und das ist deine Lehrersicht. Ja, jetzt haben wir wieder einen weiteren Kandidaten da beim Treibstoffparadies gefunden, der was sein Wissen auf die Probe stellen möchte. Stellen Sie sich bitte kurz vor. Ich bin der Ewald aus Leimitz. Bist du bereit für die Fragen? Probieren wir es. Erste Frage. Wie nennt man die chemische Formel für Wasser? H2O. Richtig. Oder? Ja. Genau. Ja. 10 Euro. 10 Euro sind schon mal fix. Das ist gut. Jetzt geht's in die Musikrichtung. Oh ja. Welche Musikgruppe hat ihr Comeback angekündigt und erregt damit viel Aufmerksamkeit? Ist eine Damenmusikgruppe? ABBA. Nein, sind nur reine Damen. Partie. Muss ich passen. Wir können einen Joker anwenden, dann sage ich drei Antwortmöglichkeiten und eine davon ist. Joker. Ist es A. Take That, B. Die Spice Girls? Spice Girls. Genau, richtig. Dritte Frage, wer ist der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten? Also wer ist jetzt gerade Präsident in den USA? Trump. Na? Keine Ahnung. Der war es vorher, glaube ich. Jetzt keine Ahnung. Ich schaue nicht auf sowas. Weißt du es gar nicht? Nein, ich habe keine Zeit für sowas. Okay. Hör mal auf. Ja. Gut, aber 20 Euro hast du safe. Also es wäre gewesen der Joe Biden. Sagt er was? Nein. Kennst du nicht? Jetzt kennst du ihn. Jetzt kenn ich ihn, ja. Gratulation und viel Freude damit. Danke. Ja, ich bin der Timo, 15 und das Leibniz. Sehr cool. Also bist du beim Moped da? Vielleicht kannst du gleich deinen Tank gewinnen, aber ich glaube, das geht sich gut aus. Bist du bereit für die erste Frage? Ja. Welche österreichische Stadt wird auch als die Mozartstadt bezeichnet? Salzburg. Richtig. Ja, zweite Frage, wie heißt der größte See Österreichs? Der nur Österreich gehört, oder? Genau, in Österreich der größte See, was wir haben. Ah, der Wörthersee? Neusiedlersee? Neusiedlersee, richtig. So, dritte Frage. Welche Filmreihe feiert kürzlich ihr 20-jähriges Jubiläum und hat immer noch eine treue Fangemeinde? Sokotona. Nein, es ist weltweit bekannt, die Filmreihe. Geht ein bisschen so in Zauberer-Richtung und gibt auch Bücher davon. Wie von Harry Potter nicht? Ja? Harry Potter? Richtig. Okay. Also der, ja. 30 Euro sind schon mal safe. Ja, das ist super. So, Frage Nummer 6. Welcher österreichische Komponist hat die 9. Symphonie komponiert? Mozart? Nein, was ist denn? Bach? Nein, wen haben wir noch? Du hast jetzt nämlich alle zwei gesagt, was noch zur Auswahl standen, aber. Also nicht Mozart, nicht Bach? Wen haben wir noch als Komponist in Österreich? Das weiß ich gar nicht. Kennt auch jeder. Es würde einen Joker geben, da sage ich dir drei Antwortmöglichkeiten und eine dann davon ist Joker. Es. Weil da warst du sicher. Es ist A. Ludwig von Beethoven, B. Wolfgang Amadeus Mozart oder C. Johann Sebastian Bach. Dann Beethoven. Richtig. 60 Euro hast du schon mal fix. Frage Nummer 7. Welcher Film hat kürzlich den Oscar für den besten Film gewonnen? Das ist jetzt ein bekannter Kinofilm gewesen. Ist jetzt, glaube ich, aktuell nicht mehr in den Kinos. Bester Film? Ist das ein bekannter, oder? Ja, weiß ich nicht. Gestern ins Kino? Ja, nicht. Mir gibt einen Tipp, in den Film ist um den Erfinder der Atombombe gegangen. Oppenheimer. Richtig. So, Frage Nummer 8. In welcher Stadt findet der jährliche Opernball statt? In Wien. Richtig. Jetzt sind wir schon bei Frage Nummer 9. Es geht richtig gut dahin. Du bist bis jetzt am weitesten gekommen von allen. Wir sind hier beim Treibstoffparadies in Leibniz für eine Runde in 10 Fragen zum vollen Tank. Wir haben schon einige Quizrunden hinter uns. Auf geht's in die nächste Runde. Bist du bereit für die Fragen? Ich hoffe. Schauen wir mal. Jetzt testen wir dein Allgemeinwissen. Okay, perfekt. Stell dir kurz vor, wo bist du her? Wie heißt du? Ich bin aus Kärnten, bin der Marcel Valguni. Ja, mein Alter sage ich lieber nicht. Okay, passt. Nach dem Alter fragt man nicht. Genau so ist es. So, erste Frage. Welche bekannte männliche Persönlichkeit stammt aus Thal bei Graz und war bekannt für seine Golden Globe-Gewinne? Ja, der Arnold Schwarzenegger. Richtig. Bin gut. Na schau, geht schon los. Ne? Ja. 10 Euro hast du schon. Welcher Streamingdienst ist derzeit bei Jugendlichen am beliebtesten? TikTok. Streamingdienst. Ach so, Streamingdienst. Wo man Serien schaut.
Achso, Netflix. Natürlich. Serien, richtig. Logisch. Dritte Frage. Also 20 Euro ist jetzt schon mal fix. Welche soziale Bewegung gewinnt an Aufmerksamkeit für den Klimaschutz? Fridays for Future. Richtig. Gut dabei. Vierte Frage. Wie viele Kontinente gibt es auf der Erde? Kannst du ruhig kurz nachzählen. Sieben. Ach, gar nicht nachzählen. Der Raffi schaut schon, wir haben vorher nachzählen müssen. Fünfte Frage, also wir sind schon bei der Hälfte. Mhm. Welcher Streamingdienst ist derzeit bei Jugendlichen am beliebtesten? Also wenn man Serien und so schaut. Netflix. Richtig. Ist gut dabei. Hey. Welches berühmte Gemälde, was? Achso, welcher Künstler hat das berühmte Gemälde der Mona Lisa gemalt? Da Vinci. Richtig. Bin ich gut. Ich hab gar nicht gewusst, dass so viel war's. Dann, Frage Nummer 4. Was ist der österreichische Ausdruck für Hallo? Servus. Richtig. Ja, Frage Nummer 5, sind schon bei der Halbzeit. Welches österreichische Bundesland ist für seine Weinproduktion bekannt? Da gibt es jetzt mehrere Auswahlen, gell? Bundesland Steiermark. Richtig. Südsteiermark. Steiermark. Wein fragen wir immer. Weintrinker? Rot oder weiß? Weiß. Welche deutsche Bloggerin bzw. YouTuberin, Fitness-Influencerin machte bei Let's Dance mit? Pamela Reif? Nein. Ist aber auch ziemlich bekannt. Da bin ich gar nicht drin. Sie war mal kurz vor der Bildfläche verschwunden, jetzt ist sie wieder back. Weiß ich nicht, ob dir das hilft. Ich glaube, sie ist irgendwie Sophia oder so. Wie heißt es noch? Weiß ich nicht. Mit T. T. Aber Sophia stimmt. Wie? Weiß ich nicht. Also Sophia. Ja, da bist du gut dabei. Dir liegt es auf der Zunge. Ja, aber ich, mir fällt es ein. Nein, nein, weiß ich nicht. Reimt sich auf Ziel. Sophia Thiel. Richtig. Frage Nummer 6. Welche Sängerin ist 2024 mit der The Eras Tour auf Tournee? Sehr bekannte Sängerin. Nehmen wir einen Joker. Ja. Also ich sage jetzt drei Antwortmöglichkeiten und eine davon ist richtig. Ist es A. Taylor Swift, B. Billie Eilish oder Ariana Grande? Ja, drei dann. Du hast Sängerin gesagt, oder? Ja, es sind alles Sängerinnen. Taylor Swift ist auch weiblich und Billie Eilish ist auch weiblich. Ja, cool. Keinen Plan. Wer geht denn gerade so durch drei. Die Decken? Taylor Swift, schätze ich mal, den habe ich öfter gehört. Stimmt? Das ist nach wie vor eine Frau. Okay, sehr gut. Aber den Namen habe ich schon öfter gehört. Ja? Keinen Plan. Sehr gut. Frage Nummer 7. Wer wird oft als King of Pop bezeichnet? King of Pop. King of Pop war das Ding. King of Pop war Michael Jackson, oder? Richtig. Frage Nummer 8. Wer ist der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten? Boah, Politik. Ich hasse Politik. Warte, wie heißt der Biden? Biden? Ja. Stimmt das ausgesprochen? Ja, passt. Was ist dein Vornamen? Wurscht, Biden ist richtig. Okay. Joe Biden. Joe Biden, genau. Ja, dann haben wir die 10. Frage. Bist du bereit? Ja. Wie heißt der Gründer von Microsoft? Bill Gates. Richtig. Alle 10 Fragen richtig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Alle 10 Fragen richtig. Ja. Für dich 100 Euro Dankgutscheine. Danke. Kannst im Shop einlösen beim Danken. Gratuliere und Dankeschön. Danke. Gut, Frage Nummer 9, bist du gut dabei? Welcher Musikstreaming-Dienst wird immer mehr beliebter? Spotify. Richtig, das sind echt einfache Fragen, gell? Boah, ganz okay. Also für das ist. Ganz okay, für so wenig Allgemeinwissen von mir, ja? Nächste Frage, welche Musikrichtung aus Japan bzw. China gewinnt derzeit unter Jugendlichen an Popularität? Wie nennt man die Musikrichtung? Die Musikrichtung? Hm? Weiß ich nicht, nein. Gar nichts? Nein. Dann hören wir auf. So, Frage Nummer 10. Wer ist ein bekannter österreichischer Baumeister, der jährlich mit berühmter Begleitung zum Opernball geht? Der Lugner. Gratuliere. Dankeschön. Alle 10 von richtig, das sind 100 Euro Gutscheine für dich. Ja, cool. Gratulation. Geil, oder?
Ja, sehr, sehr cool. Super. Nischa, hat sich ausgezahlt, dass du hergekommen bist. Ja, das war's von unserer heutigen Folge in 10 Fragen zum vollen Tank hier beim Treibstoffparadies in Leibnitz. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie wir und habt vielleicht das ein oder andere Neue gelernt. Ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher auf den Straßen und natürlich nicht vergessen, Treibstoffparadies auf YouTube abonnieren, Video liken. Ja, bis zur nächsten Folge.